Are you ready to party? Bin ich total. Es ist Silvester, was soll man da auch schon anderes tun, oder? In der Sonne liegen kann man ja nicht gerade. Deswegen habe ich Mega-Party mitgebracht. Der Mega-Spaß für die tolle Party. Eine Tischbombe. Größer als eine 0,5er Dose Bier. Gar nicht übel. Ist randvoll mit Partyartikeln. Wahrscheinlich denen, die vom letzten Mal übrig geblieben sind und die sich nicht verkaufen ließen, weil sie schon offen waren. Wahrscheinlich Retouren von den Händlern. Das könnte ich mir so vorstellen. Das Ding wiegt, allen Ernstes, 116 Gramm. Ist wirklich riesengroß. Und ich denke mal, wir werden erstmal abfeuern. Eine feuerfeste Unterlage, wie die Anleitung beschrieben hat, schon mal besorgt. Und ich bin mal gespannt, wie viel mir hier um die Ohren fliegt und vor allen Dingen, wo das Zeug dann landet. Denn erfahrungsgemäß findet man nicht die Hälfte davon wieder. Bis zum nächsten Silvester, wo dann die Luftschlangen unterm Sofa wieder herkommen. Wir werden es sehen. Ich hoffe, das knallt nicht allzu sehr. Und wenn es allzu sehr knallt, dann editiere ich den Ton natürlich nachher raus. Nicht, dass euch die Ohren gesprengt werden. Das will ich ja nun auch wieder nicht. Ich bin übrigens kein großer Fan von Knallern mehr. Mit dem Alter kommt die Weisheit, dass das Ganze doch ziemlicher Unsinn ist und man sich Feuerwerk auch aus der Distanz ansehen kann, anstatt sich die Hand absprengen zu lassen. Aber hey, jedem das Seine. Das Ding muss jetzt erstmal hochgehen. So, erstmal dieses Gedöns hier ab und die Zündschnur freilegen. Und dann wollen wir mal mit Streichhölzer, weil ich kein Feuerzeug besitze. Wow! Okay, das war laut. Was haben wir denn hier Albernes? Oh, das stinkt. Ganz vergessen, das stinkt, Mensch. Leute. Wir haben hier Ironess, Luftschlangen. Warte mal, wollen wir mal anders machen. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Hälfte davon überhaupt nicht rausgekommen ist. Luftschlangen, Partyhut, in mehreren Versionen. Hier ist noch irgendwas durch die Gegend geflogen. Moment. Eine Nase. Wirkt ein bisschen groß. Naja. Und hier ist noch mehr, ach du lieber Himmel. So, was ist das? Squirting Chocolate? Ich weiß ja nicht. Ach, ein Scherzartikel soll das sein. Na, okay. Davon haben wir gleich zwei. Schön. Ein Puzzle. Parrot. Wow, das ist ja Spaß für die ganze Party, lieber Gott. Eine hässliche und zerknickte Augenmaske. Noch eine hässliche und noch zerknicktere, ach, Augenmaske, die nicht rausgeht. Ich habe keine Ahnung, was es ist, ein Rad. Ein Zettel mit einem Witz drauf, nehme ich mal stark an. Ha, super. Warnung, nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Nein, der Witz ist wirklich nicht so gut. Und das war's. Ja. Hier ist noch was drin, aber ich weiß nicht, was es sein soll. Vermutlich soll das nur den Sprengkörper vom Rest trennen. Leute, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Toll, das ist fast wie ein Blindbag, nur mit Explosion und eine Menge Gestank. Ja, liebe Leute von Kellerfeuerwerk. Da habt ihr euch ja was ganz Tolles ausgedacht. Wie soll denn das für eine ganze Party, insbesondere für eine tolle Party, reichen? Fragen über Fragen. Nun gut, das war ja nun etwas mäßig. Wie funktioniert denn diese Squirting Chocolate? Moment. Um ehrlich zu sein, ist das eine extrem gute Frage. Ah ja, sie ist einfach nur mit Luft gefüllt. Momentan. Wahrscheinlich soll man Wasser reintun, ich wüsste aber nicht wo, denn es gibt keinerlei Möglichkeit, da Wasser hineinzulassen. Ich weiß auch nicht. Ist auch alles Schrott, das Zeug. Aber das war ja irgendwie auch zu erwarten. Ist übrigens kein Markenartikel. Nein, nein, kommt von einem Euroshop. Kostet allerdings doch deutlich mehr als. Oh, ich habe noch was gefunden. Das war auch noch drin. Eine Wasserpistole für die tolle Party.
Oh Gott. Ich gehe mal von aus, die funktioniert. Das habe ich jetzt nicht vor zu testen, aber ja. Wahrscheinlich findet sich der Rest, wie gesagt, irgendwann nächstes Jahr und dann kram ich ihn heraus und werfe ihn dezent in den Mülleimer. Ich wollte noch jedem, der meinen Kanal abonniert hat und eigentlich auch jedem, der mir zusieht und irgendwie Gefallen daran findet, einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Im nächsten Jahr geht's fein weiter. Ich habe hier schon stapelweise Artikel, die man bearbeiten könnte und auch sehr interessante. Ich freue mich schon selber drauf. Und ja, feiert schön, sauft nicht so viel, sprengt euch nicht in die Luft und bis dann, tschüss.